Hallo, liebe Rasenfreaks. Ich bin Martina Kraus, die Frau vom Rasenfreak. Hallo, liebe Rasenfreaks. Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak auf YouTube. Ja, mit Rasen ist jetzt im Winter nicht wirklich viel. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Und deshalb habe ich gedacht, machen wir doch einen Jahresrückblick. So ganz zum Schluss, in letzter Minute. Heute Silvester und ihr seht den Jahresrückblick vom Rasenfreak. Ein unglaubliches Jahr, kann ich euch jetzt schon versprechen. Und wenn ihr durchhaltet, werde ich ganz am Ende noch kurz hier mein neuestes Ding zeigen. Viel Spaß und bleibt dran! Yeah! Ich werde nächstes Jahr weniger arbeiten. Ich habe mich entschieden, nur noch 3 Tage die Woche zu arbeiten und den Rest der Zeit mehr Videos zu machen und mehr mich um das Thema Rasen zu kümmern und mehr mich um die ganzen anderen Dinge zu kümmern, die sich damit vielleicht ergeben und auch schon ergeben haben. Da gibt es Ideen, Kooperationen einzugehen mit interessanten Firmen, da gibt es tolle Ideen, interessante Sachen zu unterstützen. Ich möchte viel mehr und viel abwechslungsreichere Videos drehen. Ja, also 3 Tage noch arbeiten, 4 Tage, 3 Tage dann YouTube und Rasen. Und der Sonntag ist dann hoffentlich auch so richtig frei. Also 1 Tag Auszeit pro Woche sollte ich mir doch jetzt wieder gönnen. Das ist nicht so richtig passiert im letzten Jahr. Im nächsten Jahr ist das dann hoffentlich ein bisschen entspannter. Und ich bin auch vielleicht ein bisschen entspannter. Und wer weiß, was alles sich daraus noch ergibt. Also der Rasenfreak arbeitet nächstes Jahr nur noch 3 Tage und den Rest versuche ich dann mit YouTube und dem Thema Rasen hier zu gestalten. Yeah! Ha! So, das war also der Start und dann kam die Kälte. Januar, Februar war es dann noch ein bisschen kalt, Februar wurde schon sehr viel wärmer. Und ich habe die Zeit genutzt im Winter zum Schrauben, was ich noch nicht so richtig gestartet habe dieses Jahr. Ich habe erst an meiner John Deere Spindel geschraubt. Ich habe die alle Spindeln komplett zerlegt in alle Einzelteile, habe die Dinger komplett von Grund auf neu aufgebaut mit neuen Lagern, neuen Schrauben, neu lackiert. Richtig, richtig, richtig klasse sehen die Spindeln jetzt aus. Und dann habe ich das nächste große Ding Anfang Februar gestartet. Ihr wisst es alle. Und wer es nicht weiß, der sollte mal hier meine Playlist Toro Greensmaster sich angucken. Dann habe ich mir den Toro Greensmaster gekauft, 3250D. Das Gerät, das Profigerät, was ich immer schon haben wollte. Ich konnte mir damals nicht den Toro Greensmaster leisten. Die Geräte sind auf dem Gebrauchtmarkt noch zu teuer, viel zu teuer, die fangen so bei 9.000 Euro an. Und das Gerät, was ich gekauft habe, war nur 2.000 Euro teuer, hat mich nur 2.000 Euro gekostet. Es war dafür aber, wie ich im Nachhinein feststellen musste, total ausgelutscht. Es war der absolute Horror. Ich habe mich ein bisschen gekauft. Ich muss es zugeben, ich habe mich gekauft. Ich habe da so viel Geld für Ersatzteile reingesteckt und für die Lackierung und so viel Arbeit reingesteckt. Er sieht cool aus. Da ist er, da hinten. Er sieht super, super gut aus. Ihr könnt noch mal ein paar alte Fotos nebenbei euch angucken. Aber es war nicht wirklich... Es war schon cool, aber... Oh Mann, er war zu alt. Die 4700 Betriebsstunden sind für so eine Maschine doch zu viel. Die Hydraulik ist ziemlich, ziemlich ausgelutscht und verschlissen. Damit habe ich jetzt noch ein Riesenproblem. Die ganze Mechanik ist in Ordnung, der Dieselmotor ist in Ordnung. Aber die Hydraulik hat so ihre Macken, die zischelt. Und das heißt, die ganzen Pumpenteile, die ganzen Ventile sind ziemlich an der Verschleißgrenze. Was ich damit noch mache, weiß ich nicht, er läuft. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch ein paar Schläuche tauschen, die ich mir jetzt bestellen werde, weil die schon undicht sind. Da kommt schon, da sappert schon das Hydrauliköl durch. Und die Spindeln sind auch total verschlissen. Das ist noch ein Problem. Die schneiden zwar gut, aber sind völlig runter, unter der Verschleißgrenze. Ja, aber ich wollte das Ding halt haben.
Ich habe 4.500 Euro noch an Ersatzteilen da reingesteckt und es wird noch mehr. Es wird nochmal 200 Euro jetzt allein für die Hydraulikteile. Und dann, wenn ich die Spindeln nochmal machen will, ich weiß es noch nicht, dann zahle ich dafür locker nochmal 1.500 Euro, 1.800 Euro für die Spindeln. Dann sind wir schon bei 2.000, 7.000, 8.000, 9.000 Euro. Dann bin ich genau da, was so ein Mäher normalerweise gebraucht kostet. Aber dann ist er natürlich wie neu. Dann ist er natürlich top. Dann ist er natürlich völlig verschleißfrei. Kein Spiel in den ganzen mechanischen Lagern. Alles läuft super, Spindeln sind neu. Das ist natürlich dann auch ein richtig geiles Ding. Okay, ja, so. Dann kam mein Geburtstag und ich habe ein tolles Rasenhandbuch geschenkt bekommen. Das muss ich auch nochmal zeigen. Das Rasenhandbuch, das Handbuch Rasen. Also wer sich profimäßig, und ich sage immer wieder, ich bin kein Profi, ich bin aber begeistert, wer sich profimäßig mit dem Thema Rasen beschäftigen will, dem empfehle ich dieses Buch. Ich stelle auch noch mal unten in die Beschreibung einen Link rein. Handbuch Rasen. Es ist ein teures Buch. Das kostete 70 Euro. 70 Euro kostet das Buch. Ein wirkliches Fachwerk zum Thema Rasen. Herrlich. Kann man sich so richtig schön mit beschäftigen. Ja, also Handbuch Rasen habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen, um auch ein bisschen mehr noch der Experte zu werden. Und dann habe ich auch angefangen, meine Designs zu gestalten. Habe mein Rasenfreak-Logo entwickelt. Und ihr könnt auch T-Shirts kaufen, wenn ihr wollt. Müsst ihr aber nicht. Sind ein bisschen teurer, das weiß ich. Das ist auch so eine Geschichte, wo ich noch mal überlege, was ich mache, auch nächstes Jahr, ob ich nicht doch eher die T-Shirts selbst vermarkte. Zurzeit bei den Shops, die ich jetzt gerade nutze, sind die T-Shirts doch schon sehr teuer. Auch der Versand ist extrem teuer. Das Selbstversenden ist aufwendig, aber gucken, was wir machen. Dann kam der März und dann hat die Saison gestartet, hat der Rasen geblüht und ich habe meine Toro-Teile in Rot lackiert, RAL 3001, Signalrot, Hammer-Hammer-Farbe. Ist nicht die Toro-Farbe, aber ich finde die Farbe total genial. Die ist so richtig knallig. Super, super gut. Und dann kam auf YouTube das erste Highlight. Rasensanden. Ein Video, das ist durch die Decke gegangen. Ich glaube so um die 450.000 Aufrufe. Absoluter Wahnsinn. Ich weiß bis heute nicht, warum dieses Video so dermaßen gut abgegangen ist. Das hat mich richtig vorangetrieben. Am 4. April kam dann die Schwelle 1000 Abonnenten. Die habe ich mega, mega, mega gefeiert. 1000 Abonnenten, das war der absolute Wahnsinn. Das konnte ich gar nicht fassen. Jetzt bin ich, das kann ich immer noch nicht fassen, bei fast 12.000 Abonnenten. Vielen Dank. Es schauen aber auch ganz, ganz viele Zuschauer meine Videos und abonnieren mich nicht. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann abonniert mich bitte. Na, abonniert mich, macht die Glocke an, seid immer sofort dabei, wenn es ein neues Video gibt. Das hilft mir und ja, das würde mich sehr freuen, wenn ihr mich abonniert. Ich schaue mal, wo das noch so hingeht. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was nächstes Jahr passiert. So, dann haben wir... Ja, die Blüten. Dann kam im April natürlich die Blüte, die Rasenblüte, die Poa Anua, das Drama dieses Jahres. Poa Anua, scheiß, 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 Poa Anua, scheiß, scheiß. Ist mal so anders, Ding. Wunderbar. Ja, das Poa Anua Video. Und gleichzeitig blühte auch die Poa Pratensis, ein wunderbares Gras, das Kentucky Bluegrass, Poa Pratensis in lila und die Poa Anua in weiß. Und ich bin heute fast der Meinung, dass ich eine Poa Pratensis-Dominanz habe, dass mein Kentucky Bluegrass sehr viel besser wächst als die Poa Anua, dass ich die Poa Anua ein ganzes Stück weit verdrängt habe von meinem Rasen. Das wird richtig, richtig spannend nächstes Jahr.
Was wird wachsen? Was wird kommen? Ist die Poa Anua wieder dominant? Oder habe ich doch durch das jetzt dreimalige Nachsehen, habe ich da doch ein Stück weit meine Rasenqualität verändert? Ein ganz, ganz spannendes Thema 2020. Ja, ganz egal, dann haben wir ein schönes Video gemacht mit einer Drohne, mein Grundstück von oben, kann ich auch mal einblenden, ganz cool. Dann wurden die John Deere Spindeln endlich geschliffen und ich konnte mit meinem John Deere wieder mähen, auch ein sehr, sehr schönes Teil, das ich jetzt im Frühjahr hoffentlich verkauft bekomme, mein John Deere 2500, ein wunderbarer Mäher. Mal schauen, der muss weg. Ja, im Mai haben wir mit John Deere gemäht und wir haben die Blüten, uns für die Blüten aufgeregt. Ich habe den Swordman getestet, das war auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Netterweise hat hier ein Zuschauer mir seinen Swordman Elektra zur Verfügung gestellt. Und ich konnte ihn auf meinem Grundstück testen und das war richtig eine coole Nummer. Haben wir ein schönes Video gemacht, sehr interessanter Rasenmäher. Aber ich finde auch meine Aletmäher nach wie vor, oder die Adcos, sehr, sehr schön. Ja. Da habe ich mich entschieden, den Toro komplett zu zerlegen, bis zum nackten Rahmen, habe ich den Rahmen auch noch lackiert. Das war die richtige Entscheidung, das war richtig cool. Ja, im Juni sind wir dann in Urlaub gefahren, haben wir mal ganz toll Bernstein gefunden, können wir mal einblenden, kleine Urlaubserlebnisse. Und das Highlight im Juni, einer der großen Highlights, nein, da gab es nur Highlights, im Juni hat Connor Ward mein T-Shirt getragen. Sensationell, danke Conda. Super, super cool, dass du mein T-Shirt getragen hast. Das hat mich total begeistert. Das ist richtig, richtig cool. Ich feiere auch wirklich die amerikanischen und australischen Rasen-YouTuber Connor Ward, Ryan Knorr und Lawn Tips. Ben Sims Lawn Tips. Coole, coole YouTuber zum Thema Rasen. Ich finde das genial. Meine Frau, die versucht immer auch unsere Videos hier zu transkribieren ins Englische. Das ist nicht so ganz einfach, das ist ziemlich aufwendig, aber damit auch die englischsprachigen Fans zumindest halbwegs verstehen, wovon ich hier so sabbel. Das nächste große Highlight im Juni, war die Messe Demo Park. Die Messe Demo Park, der absolute Oberhammer. 2021 ist es wieder soweit. Demo Park in Eisenach. Ich kann es euch nur empfehlen, eine mega, mega Messe, 3 Tage Freilandmesse, Demopark mit allen Herstellern, mit der ganzen Fachwelt zum Thema Rasen. Da wird das richtig abgehen. Schauen wir mal, das wird eine richtig coole Nummer. Demopark hat mich völlig geflasht. Und ich habe auch dann im Juni endlich meinen Toro zusammengebaut. Da gab es den Super-GAU, ihr wisst es, ne? Rauchwolken aus dem Toromeer. Ja, das war das ganz große Drama, aber dann lief er am Ende doch mit so ein paar Anlaufschwierigkeiten. Ja, er mäht ganz gut. Die Spindeln sind halt an der Verschleißgrenze, deswegen ist das Mähbild nicht ganz optimal. Aber dazu wird es auch dann im nächsten Jahr noch ganz viel mehr geben. Und dann haben wir jetzt eine Pause verdient. Ja, liebe Rasenfreaks, da bin ich wieder. Frohe Kunde, zweite Runde. Ja, so, jetzt schauen wir mal auf mein iPad. So, also wir haben einen wunderschönen Sommerurlaub gehabt und sind nach Hause gekommen und wir hatten, Stichwort Homecoming, Trockenstellen im Rasen. Drama, Trockenstellen im Rasen. Und zwar richtig heftige Trockenstellen. Mein Durchgang zwischen meinen beiden Wellen hier war völlig vertrocknet, richtig, richtig blöd. Da habe ich auch einen Riesenfehler gemacht. Nicht vernünftigen Mutterboden reingeschüttet, sondern den Sandboden genommen, der so ein ganz bisschen mit Mutterboden versetzt war. Und das ist völlig falsch gewesen. Also dieser Durchgang sah nicht gut aus. Das Stichwort des Jahres, für mich das Wort des Jahres, ist Hydrophobie. Ist ja unglaublich. Hydrophobie. Könnt ihr mal angucken, was ist Hydrophobie? Damit haben wir uns dann auch noch beschäftigt, so ein bisschen, wie kämpfe ich eigentlich gegen die Trockenstellen im Rasen? Was kann ich tun, um die Wasseraufnahmefähigkeit meines Bodens zu verbessern? Total interessantes Thema. Und dann haben wir auch uns endlich
Ne, der war ein Freak, hat noch niemals eine Lüfterkassette gehabt. Ich habe mir für meinen Edco, heute Elet heißen die Dinger, für meinen Edco Rasenmäher eine Lüfterkassette gekauft. Sehr, sehr cooles Teil, kann ich nur empfehlen. Hammer, 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 schonend. Das Lüften, das Rauskratzen des Rasenfilzes aus dem Rasen ist eine super, super Sache. Gibt es für verschiedene Rasenmäher, gibt es auch für einen Swordman. Kann man auch so als eigenständiges Gerät kaufen. Kann ich nur empfehlen, habe ich noch nicht gehabt und nutze ich jetzt sehr oft. Kann man auch mit Laub aufsammeln, total cool. Und dann kam im September, unfassbar, ich weiß, es ist unvernünftig. Aber ich wollte immer schon einen handgeführten Profi-Spindelmäher haben. Und dann noch mit Akkubetrieb fand ich total spannend. Also, ich habe mir den Toro E-Flex gekauft. Yeah! den baue ich jetzt gerade auseinander, renoviere ihn, überarbeite ihn, mache ihn schön frisch und neu und will auch da die Spindel wechseln. Ihr habt es gerade gesehen, mein Video, welches ist die perfekte Spindel für meinen Toro E-Flex. Ich finde solche Dinge einfach cool. Ihr habt mich gefragt, ja, warum hast du denn keinen Swordman gekauft? Ja, hätte ich auch kaufen können. Aber ich finde gerade diese Profi-Mäher toll, die lassen sich auch wirklich fantastisch einstellen. Die haben das perfekte Schnittbild. Und ich hoffe, ich kriege da endlich meinen Bürstenhaarschnitt, meinen bürstenartigen Rasen nächstes Jahr. Das wird richtig, richtig spannend. Was haben wir noch? Ah, Wiesenschnaken. Darüber rede ich jetzt nicht. Wiesenschnaken und Löcher im Rasen, das ist ein furchtbares Thema. Dazu kommen noch die Wurmhaufen. Alles Natur, alles gut. Ich lasse das auch alles so, wie es ist. Aber es ist schon ein bisschen nervig. Genau, sehr schönes Ding war da noch im Herbst, im Oktober, Befreiung meines Bunkers. Wenn ihr mich so länger schon verfolgt habt, merkt ihr, dass wir hier sehr frei, sehr offen wohnen. Wir haben ein ganz, ganz offenes Haus mit ganz großen Glasfronten, wo wir auch keine Gardinen vorziehen. Wir haben kein Problem damit, dass man bei uns reingucken kann. Wir lieben es, rauszugucken. Wir haben eine ganz, ganz tolle Nähe zur Natur, zum Wetter, zum Draußen. Es ist einfach cool. Und das habe ich jetzt auch hier zum Nachbarn umgesetzt. Also unsere ganzen Grundstücke, gerade zu meinen östlichen Nachbarn, sind hier total frei. Das ist wunderschön. Und zur Straße hin habe ich jetzt meinen Sandbunker vom Zaun befreit. Weg mit dem Zaun, mehr Freiheit, mehr Offenheit. Ich finde das wunderbar. Und da werden wir auch im nächsten Jahr eine richtig coole Sache noch machen. Mehr verrate ich jetzt nicht. Ja, sehr cool. So, eine Sache. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht über andere Menschen oder andere Personen zu reden. Natürlich feiere ich komplett die anderen YouTuber, das darf man auch erwähnen. Aber so über meine Fans oder so zu reden, finde ich eigentlich nicht so gut. Weil dann wüsste ich nicht, wo ich anfangen und aufhören sollte. Deswegen erwähne ich da eigentlich niemanden. Eine Person möchte ich aber hier rausnehmen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Mit 17 Jahren habe ich hier persönlich einen Fan kennengelernt. Und der sich immer schon für Rasen begeistert hat. Der eigentlich eine Ausbildung machen wollte, die überhaupt nichts mit Rasen zu tun hat. Dann haben wir uns hier getroffen mit seiner Mutter. Das war ein ganz, ganz toller und sehr, sehr netter Tag. Und dieser Mensch wird jetzt Greenkeeper. Der hat eine Ausbildung zum Greenkeeper angefangen, jetzt im Herbst und ist mittlerweile auch schon 18 Jahre. Und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und das ist mein lieber Freund Mirko Meinl. Und ich finde das total cool, ein ganz junger Mensch, der jetzt hier das macht, was ich vielleicht auch hätte machen sollen, können, weiß ich nicht, kann ich jetzt noch machen. Der macht jetzt eine Ausbildung zum Greenkeeper und ist da, glaube ich, auch ziemlich glücklich und erzählt immer ganz spannend, was er so erlebt. Ja, Mirko, ganz toll, wunderbare Geschichte und ich habe einen ganz kleinen Anteil daran und das finde ich auch sehr, sehr cool. Genau, alles Gute, Mirko, dafür. So, das letzte große Ding war dann, das letzte große Ding im Herbst war dann der Rasen meines Nachbars. Ein total vertrockneter, völlig verfilzter, absolut kaputter Rasen. Und mein Nachbar hat sich dann doch
Naja, wenn man mein Nachbar ist, dann hat man schon ein Problem. Gebe ich auch zu. Hat mein Nachbar sich entschlossen, seinen Rasen zu erneuern. Sehr, sehr cooles Projekt. Hat richtig viel Spaß gemacht, das auch zu begleiten und zu filmen. Mein Nachbar hat jetzt auch hinter seinem Haus einen schönen Rasen und er ist total glücklich. Freut mich. Wir sind jetzt ein paar Stunden oder Minuten, ich weiß nicht, wann ihr das Video guckt, vor dem Jahreswechsel. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Ich wünsche euch alles Gute für das nächste Jahr. Erfolg, Gesundheit und viel Freude mit den Dingen, die ihr so mögt und die euch interessieren. Ich interessiere mich für Rasen und im nächsten Jahr wird es weitergehen mit dem Thema Rasen und Technik, Rasenmäher. Das ist das, was ich faszinierend finde, was mich begeistert und ich hoffe, ich kann die Begeisterung ein Stück weit auch weitergeben an euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gut gelaunt und habt Spaß mit den Dingen, die ihr tut. Ich habe Spaß hier für euch Videos zu drehen. Tschüss. Haha, die große Aktion 2020. Ich will diesen Bunker entfernen. Der Sandbunker sieht zwar ganz schön aus, aber er macht auch wahnsinnig viel Arbeit. Und ich kann vor allen Dingen diese Fläche hier von dem Bunker unheimlich schlecht mit meinen großen Maschinen mähen. Und ich würde hier gerne so durchmähen und den Rasen bis an die Straße heranlaufen lassen. Dann würde ich auch zum ersten Mal Rollrasen verwenden. Noch nie verwendet, Rollrasen. Und um zu schauen, ob ich jetzt diesen Kies, diesen herrlichen groben Quarzsandkies, da drin lassen kann, will ich eine kleine Probe entnehmen und will meinen Rasen hier in diesem Glas anpflanzen und schauen, wie sich dann der Rasen in diesem Schichtaufbau bewährt. Das ist jetzt mein Testbehälter. Unten Sandboden wie in meinem Bunker, dann der Quarzkies, der jetzt in meinem Bunker drin liegt und dann ungefähr 10 cm Mutterboden. So wird das nachher in meinem Bunker aussehen. Oh! Man muss nicht fallen lassen. Positiv denken. Oh, jetzt habe ich hier mein Testobjekt. Und das kommt jetzt rein. Und dann sehen wir den Rasen. So. So Freaks, wir messen jetzt mal noch mal schnell hier die einzelnen Höhen aus. So, das hier unten sind so 6 cm. Dann haben wir unsere Kiesschicht mit ungefähr 6 cm. Hier ist es ein bisschen mehr, hier sind es naja, so 7 cm. Und dann haben wir hier unsere Mutterbodenschicht, unsere Rasentragschicht mit so 8 bis ja, 8 cm. 8,5, hier so 8,5, 8 cm Rasentragschicht und obendrauf die Rasensamen. So, es ist ein bisschen kompliziert hier zu wässern, habe ich gerade festgestellt. Den ganzen Tisch ja einwässer. Schön. Oh. Schön feucht halten. Ja, lieber Rasenflix, das wird ein cooles Projekt. Das werde ich jetzt ganz regelmäßig immer wieder mit in meine Videos einbauen. Ne? Die ersten Helmchen, dann 6 bis 8 cm, damit abgeschnitten. Ja, cool, bleibt dran.